kann mir vorstellen, dass die Kobolde nicht unbedingt mit allem glücklich sind, was wir hier so machen. Boah, der arme Graham schleppt sich ja durch die Gegend. Und denen hätte ich ja das Fleisch bringen können, aber vielleicht kriegen die den Brei. Ich weiß es noch gar nicht. Ich will endlich unseren Stumpfkessel einweihen. Hoffentlich sind wir bald stark genug für einen Test. Na, das hoffe ich aber auch. Auf, dass wir alle Probleme ausgehöhlt haben. Oh, weia. Hallo? Na, wie sieht's denn aus? Wie fühlt ihr euch? Schlechter als gestern, wie ihr sicher seht. Ja, das sehe ich. 3 Tage können die noch überleben. Oder 2 Tage, ich weiß nicht genau. Dazu kommen wir später. Schaut bald wieder vorbei. Das mache ich. Okay, für die beiden, wir brauchen dringend was zu essen für die beiden. Am besten tatsächlich Brei. Wir sollten den Laden umräumen, wenn wir zurück sind. Wir kommen nie richtig um den Tresen rum. Was wollen wir denn auf der anderen Seite? Die ist für die Kunden. Wäre doch nett, etwas im Laden herumzulaufen. Ich bleibe lieber beim Futter. Ich meine Lager. Ja, das kenne ich gut. Okay, die ganzen Zellen haben auch Schlösser. Es gibt heute zu wenig von den Guten. Wie meinst du das? Alle sind gegen dies oder das. Oder sie rächen sich. Wie komme ich an das Schwert? Wie kriege ich was zu essen? Ich traue mich nicht, in unsere Zelle zu gehen, weil dann wieder ein Tag vergeht. Boah, Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, wir werden jetzt hier auch wieder runtergeschmissen in unsere Zelle. Ich wollte jetzt hier oben nochmal gucken. Ich glaube, der Graham ist nicht unbedingt gerade der Fitteste gerade. Wir brauchen aber selber auch unbedingt was zu essen. Links sind die Fliegen. Und wir haben nichts, wo wir die fangen können. Hätten wir vielleicht mit dem Spinnnetz? Nee, mit dem Spinnnetz kamen wir noch gar nicht hierher. Als wir das Spinnnetz hatten, durften wir gar nicht nach oben. Ich verstehe, warum. Sie entwischten mir ständig. Ja. Ich musste einen anderen Weg finden, eine Fliege zu fangen. Durch das Tor kommen wir nicht. Was ist denn hier ständig mit diesen komischen Wasserdingern? Stärkt uns das irgendwie ein bisschen? Können wir damit jetzt, wenn wir hier getrunken haben, können wir damit jetzt hier rüber und das Schwert rausziehen? Der sieht immer noch so graham gebeugt aus quasi. Das kann nicht funktionieren. Und für den Schlüssel brauchen wir 100%ig das Schwert. Hier ist nichts. Okay. Konzentrieren. Wenn ich etwas mehr Kraft hätte, würde ich es schaffen. Aber vornehmen. Woher die... Huch. Ich schäme mich. Nicht mehr. Woher können wir die Kraft nehmen? Ist bei ihm noch irgendwas? Haben wir irgendwas übersehen? Nee, ne? Jamba! Wo habt ihr Herr von Schling getroffen? Das kennen wir schon. Was habt ihr Gutes? Was wir mit diesem Stäbchen machen sollen, weiß ich auch nicht genau. Oh, Haferbrei. Ich will den Haferbrei. Du Drecksack, gib mir den Haferbrei. Was ist das denn? Ja, die habe ich wieder ohne fremde Hilfe. Sie steht nicht zum Verkauf. Sie hat sentimentalen Wert für mich. Das ist mehr wert als Geld. Tut mir leid. Das glaube ich dir keine Sekunde, dass die irgendwas mehr wert ist als Geld. Was ist da drin? Das möchte ich wissen. Jetzt hole ich ja seinen ganzen Laden in der Höhle. Warum haben die Kobolde seinen ganzen Laden mitgenommen? So, hier ist sonst nichts. Hier ist nur die Truhe. Mist. Wiedersehen. Au revoir. Das ist doof einfach. Wir müssen irgendwie Türen mit 2 Steinen öffnen können. Also wir brauchen genug Kraft, um 2 Steine zu bewegen. Wahrscheinlich müssen wir dafür irgendwie an den Haferbrei kommen. Dafür brauchen wir noch 2 Münzen.
Ich traue mich nicht, nach unten zu gehen. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich mache eben sowieso ein kleines Aufnahmepäuschen, aber ich werde gleich mal den Spielstand backuppen. Wir haben das ja schon mal gemacht. Ich mache das jetzt nochmal. Das mache ich jetzt zwischendurch immer mal bei so kleinen Entscheidungen oder sonst irgendwas. Vorsichtshalber ein kleines Backup, denn ich habe Angst, dass hier jemand wegstirbt. Und ich will nicht, dass jemand stirbt vom Volke. Ich will es nicht. Ich kann es nicht ertragen. Es ist einfach gemein, weil man nie weiß, welche Entscheidung welche Konsequenzen hat. Man kann es einfach nicht voraussehen. Es geht einfach nicht. Man kann sich ja nicht mal richtig entscheiden. Gebe ich das Fleisch jetzt dem oder gebe ich das Fleisch jetzt oder mache ich mit dem Fleisch jetzt das da? Benutze ich jetzt das dafür? Benutze ich jetzt das dafür? Haben wir den Stuhl jetzt richtigerweise ins Feuer geschmissen? Wir wissen es alles nicht. Es sind unvorhergesehene Konsequenzen. Ja, und ich will einfach nicht, dass jemand stirbt von den guten Menschen. Ich will kein schlechter König sein. ja, jedenfalls, und ich kann dann schon mal für morgen rendern. Beziehungsweise heute ist ja 6 Uhr morgens, müsste es jetzt inzwischen sein. Dann kann ich für heute schon mal eine Folge rendern, dann kann ich hier heute gleich noch hochladen. Das ist sinnvoll. Okay, also bis gleich, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss! Und danke fürs Zuschauen übrigens, ne? Also dir jetzt ganz besonders. Den anderen nenne ich so, nur dir. So, dankeschön, ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück bei King's Quest 1 in Kapitel 2, wo wir auch gleich loslegen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr hundertprozentig, wo ich war. Ich muss jetzt ja mal noch mal ganz kurz gucken, wie der Stand der Dinge ist. Ich weiß, wir hatten ja... Na toll, genau, jetzt fliegt hier eine Mücke rum. Was ist denn los? Ich habe gerade eben die Aufnahme angefangen, gerade eben noch alles vorbereitet und jetzt fängt hier an, so eine Mücke rumzufliegen, genau vor mir. So, ich wollte nur mal ganz kurz gucken, wie es den Leuten geht, weil ich erinnere mich, wir konnten Fleisch füttern. Die Bäcker sind ausgerechnet in der Zelle mit dem Ofen. Reiner Zufall. Das weiß ich nicht. Hallo? Hallo, guten Tag. Wie fühlt ihr euch? Ich könnte mich besser fühlen. Wie fühlt ihr euch? Es geht schon, aber ich mache mir Sorgen. Bei denen haben wir gar keine Anzeige oben. Brei, brei. Das ist doof. Okay, bei denen haben wir gar keine Anzeige oben. Sind die jetzt für immer? Nee, die müssen doch auch was essen. Wir haben die Bäckerin geheilt, klar, aber... Also die Bramble. Aber die muss doch auch essen. Wie ich den Pilz da kaputt kriege, weiß ich auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, da muss ich die ganze Zeit immer noch nachladen. So, sie braucht immer noch eine Waffe. Hallo. Das war das Schwert oben, wenn ich mich recht entsinne. Wie fühlt ihr euch? Ich verbrenne noch die Kalorien von gestern. Okay, die ist aber noch relativ... Guten Abend, König Graham. Die ist noch relativ fit. Da können wir uns ruhig noch einen Tag Zeit lassen, bis wir die... Ne, bis die mal was braucht. Aber unser König Graham sieht schon ein bisschen mau aus, ehrlich gesagt. Er schleicht hier ein bisschen durch die Gegend. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz rüber. Wir machen gleich weiter, ne? Wir machen gleich weiter. Ich brauche eben nur mal ganz kurz ein Status-Update, wie es ja war, gerade bei den Leuten. Und du brauchst es auch, ich weiß es doch. Also behaupte ich einfach, um mich selber zu rechtfertigen. So, der Händler hat bereits eine Münze, ich erinnere mich. Wie sieht's denn aus bei den Alten? Ich glaube, die sind nicht mehr sonderlich fit, ne? Die sitzen noch. Ja, König Edward. Graham. Ja, König Edward. Wie fühlt ihr euch? Schlechter als gestern, wie ihr sicher seht. Wiedersehen. Adieu. Okay, die brauchen noch einen Happen. Was ich jetzt mal mache, wir haben eh nichts im Inventar. Wir können momentan eh nichts großartig machen. Scheiße, ich habe echt Angst, dass ich das verbocke jetzt irgendwie. Wir haben... Also wenn der Bäcker, ne, wenn der Bäcker nämlich auch Essen braucht, wenn die auch was zu verknusen brauchen, dann haben wir nämlich folgendes Problem. Wir haben drei... Nun, wir sind rein zufällig gute Köche. Ja. Vielleicht können wir den Teig irgendwie strecken. Ja, wir haben drei Parteien, die essen müssen und kriegen pro Tag aber nur eine Haxe, die, glaube ich, zwei Herzen herstellt. Und das ist ein Problem. Denn wir müssen... Ja, denn das heißt, die werden nach und nach alle... Naja, kranker werden. Die werden nach und nach alle... und so... Weißt du schon. Oh, die die habe ich ganz vergessen. Ja, die wird auf jeden Fall sterben. Ich finde das unfair. Man muss sich entscheiden, aber ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Bramble und der Ziege, also dem Einhorn... Ich würde mich halt jederzeit... Es ist gemein, ich weiß, aber es ist unfair. Aber wenn man diese Entscheidung treffen muss, wie würdest du dich denn entscheiden? Und wir bedenken mal, Bramble ist schwanger. Also insofern, ich würde die Entscheidung jederzeit wieder so treffen.
Okay. Da wir momentan nichts machen können. Ich war wirklich ziemlich mitgenommen. Da wir momentan nichts machen können. Das Bett. Ach nein, nicht schon wieder. Nein, bitte nicht. Ich ging schweren Herzens zu Bett. Ja. Alle zählten auf mich und ich musste ein paar schwierige Entscheidungen treffen. Ja, ein paar schwierige Entscheidungen. Okay, das war noch eine Sorge, die ich hatte. Wir kriegen jeden Tag was zu essen, Gott sei Dank. Wir könnten das jetzt selber essen. Ein Herz nur noch und kein leeres Herz. Oh, fuck. Nur noch ein einziges Herz. Das heißt, morgen ist die Ziege. Ich probiere es trotzdem mal. Oh, Manu. Ach, Manu. Tja, wir können nichts machen. Was? Ich hatte einfach nur Angst. Das Überleben der Gefangenen hing allein von mir ab. Und die letzte ähnliche Situation ging nicht gut aus. Armer Graham. Ich wüsste aber auch nicht, was ich da jetzt... oder wie ich da jetzt helfen könnte. Okay, wir haben jetzt... Ich gehe mal ganz kurz noch mal ganz kurz gucken bei dem Ehepärchen. Brauchen die jetzt was... Brauchen die jetzt wieder was zu happen oder nicht? Noch sitzen die da rum? König? Wie fühlt ihr euch? Ich könnte mich besser fühlen. Okay, keine Herzanzeige. Nacht. Tschüss, keine Herzanzeige. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Alten. Der Schmieden geht's ja noch relativ gut. Die war ja noch relativ fit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel füttern, ob bei den beiden anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bäcker, ob die. Aber die müssen ja auch essen eigentlich. Beeilt euch. Wie fühlt ihr euch? Ist das ein Witz? Für einen König wisst ihr nicht viel über die Nöte eures Volkes. Ja. Dazu kommen wir später. Auf bald. Scheiße, die haben zwei Herzen. Beim Bäcker wissen wir es nicht. Die andere, die Schmiedin, hat auf jeden Fall noch eine Menge Herzen. Dass ich so entspannt bin wie seit Jahren nicht. Toll. Wenn wir jetzt den beiden hier die Haxe geben, dann haben die zwar wieder 4 Sterne und sitzen natürlich rum. Aber wir müssten noch einmal schlafen gehen. Und dann hätten die beiden anderen Parteien jeweils einen Stern weniger. Ein Herz weniger, nicht ein Stern. Das heißt, ich müsste jetzt noch eine Nacht warten. Es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Es spielt im Grunde genommen gar keine Rolle. Aber was ich mal machen werde... Die Bäcker sind ausgerechnet in der Zelle mit dem Ofen. Reiner Zufall. Boah, ich... Scheiße. Egal, ich mach's einfach. Eigentlich... Nun, wir sind rein zufällig. Ja, komm, halt die Klappe. Köche. Vielleicht können wir den Teig irgendwie strecken. Also ganz kurz. Eigentlich würde ich das Fleisch natürlich den Alten geben, aber es macht einfach keinen Sinn, weil wenn ich das den Alten gebe, dann, wie gesagt, ich müsste wieder eine Nacht warten. Ich könnte jetzt gar nichts machen. Die Bäcker sind ausgerechnet in der Zelle mit dem Ofen. Ach, Alter. Reiner Zufall. Ja, Mann. Komm, klar. Jedenfalls... Ach so. Ach, ich kann das selber gar nicht... Ah, warte. Ich kann das selber nicht essen, einfach so, das geht nicht. Das heißt... Ich
Ich weiß nicht genau, ob das jetzt geht, aber ich glaube, den Haferbrei konnten wir nach unten an der Tischdecke essen. Das heißt, ich probiere das auch mal gerade. Wir werden heute selber speisen. Es ist unglaublich, es ist ein bisschen egoistisch, muss ich zugeben. Aber ich glaube, es ist... Oh, ich will auch. Oh, das sieht so lecker aus. Es ist, glaube ich, die... Ich fühlte mich schon weitaus besser. Ja, es ist die rationellste Entscheidung tatsächlich. Ich musste gerade eine rationelle Entscheidung treffen. Mir ging es schon weitaus besser. So, denn wir haben jetzt, glaube ich, Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Und die können wir hoffentlich noch heute alle umsetzen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was passiert, aber wir probieren es mal aus. Da wir jetzt fitter sind, wir haben ja jetzt 2 Stärkepunkte. Mit den 2 Stärkepunkten müssten wir eigentlich Folgendes tun können. Okay, das hat geklappt. Zu den Werwölfen kommen... Das ist nur eine Abkürzung, das sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte, wir schalten neue Gebiete frei. Nein, wir haben Abkürzungen freigeschaltet. Okay, das ist gut. Aber wir haben Stärkepunkte. Und damit gehe ich nochmal ganz kurz nach oben, denn da haben wir noch das Schwert, wenn wir uns erinnern. Da war das Schwert. Und das hat, glaube ich, auch 2 Steine. Und da hinten die Tür hat auch 2 Steine. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten dadurch, dass, naja, dass wir gierig waren. Wir hätten früher oder später das Fleisch essen müssen. Je länger wir es herausgezögert hätten, desto schlimmer wäre es geworden für die anderen. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt das Fleisch schon zu essen. Und wir werden es auch nochmal tun müssen. Excalibur! Schmuggelware ist sicher verboten. Das verstecke ich besser. Schmuggelware? Schmuddelware. Bratpfannenschwert. Schmuggelware. Warum denn Bratpfannenschwert? Ich gehe nochmal ganz kurz bei ihm rein. Er hat Brei. Dafür brauchen wir 2 Gold. Und er hat Stäbchen, mit denen ich nicht weiß, was wir machen können. Den Brei könnten wir brauchen. Ich überlege gerade, was haben wir für Möglichkeiten? Wir müssen noch in die kleine Tür, wo das Mehl ist. Das Mehl brauchen wir für den Bäcker. Die können daraufhin, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwann uns ein Gebäck wollten die daraufhin machen. Ich weiß nicht genau, was das Gebäck bringt an Stärkepunkten. Das kann ich nicht sagen. Gold haben wir momentan eh nicht, aber wenn wir mit dem Schwert jetzt quasi... Boah, scheiße, ich bin echt, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich gehe erstmal da hinten hin. Wir haben jetzt, wir können da hinten jetzt mal gucken. Da gehe ich nochmal ganz kurz hin, da können wir nochmal ein bisschen rumkauen. Noch ein bisschen rumschauen. Ich weiß nämlich nicht, was wir mit dem Schwert gleich machen sollen. Wir werden es auf jeden Fall der Schmieden geben. So, wupp dich. Dann hier einmal kurz. Eieiei, cool. Jetzt bin ich mal gespannt, kommen wir hier raus? Naja, raus nicht ganz. Und da hinten sehe ich eine Tür mit 3 Steinen. Ach du Scheiße, wie gemein. Was ist das denn? Es gab dort mehr Matratzen als Einwohner von Daventry. Wo hatten sie die nur alle her? Was zum Teufel? Hier sammeln die also die Matratzen. Und ich sehe auf dem Hintergrund auf der Tapete eine Menge Erbsenschoten. Schoten. Ich sehe ganz viele Matratzen und da oben sehe ich einen Kobold mit... Was hatten wir auf dem Kopf? Das ist die Prinzessin auf der Erbsen. Das ist die Prinzessin auf der Erbse, oder? Ist da eine Erbse irgendwie zwischen den Matratzen? Mal ein bisschen grabbeln. Okay, da können wir gerade nichts machen. Wir haben aber ein Grammophon hier. Aha. Ah, hier können wir noch was ändern. Okay. Wir brauchen irgendeine Melodie.
Wir brauchen wahrscheinlich irgendeine richtige Melodie, damit die Prinzessin irgendwas macht, damit wir in die Erbse kommen. Vielleicht muss die Prinzessin ja einschlafen bei so vielen Matratzen und vielleicht kann sie ja nicht schlafen, weil da eine Erbse zwischen den Matratzen liegt. So, ganz klassisch gesehen. Dann hätten wir endlich mal ein Märchen hier. Würde ich mich freuen bei King's Quest, wenn wir hier endlich mal ein Märchen hätten. Da ist ein Stuhl. Was?